Okay, Leute, heute befinden wir uns nach meiner Meinung auf dem OP-sten Plot auf ganz Griffer Games. Ich werde euch das hier mal eben zeigen, Leute. Hier sind schon mal überall Dracheneier, Beacons, wie es sich einfach gehört für einen OP-Plot. Überall Köpfe. Für mich hat das hier oben schon einen größeren Wert als bei dem anderen Plot, weil allein manche dieser Köpfe kosten ungefähr ein Stack Beacons. Für mich ist hier oben schon mehr Wert drauf als wie bei diesem 16er Merch. Das ist jetzt zwar nur ein 10er Merch, aber lassen wir es mal, Leute. 10er Merch ist ja auch gut. Sieht jetzt hier auch noch alles nicht schlecht aus. Das hier ist von der Dream Army bei PH Muxel, könnt ihr das finden. Und ja, Leute, wir gehen mal schnell nach unten, würde ich sagen. Leute, ich habe gerade bemerkt, dass das Plot in Bauarbeiten ist und dass wir deswegen nicht unten reinkommen. Unten wäre nochmal ungefähr ein Stack Spawner platziert. Ich würde euch das gerne zeigen. Wenn der Muxi das hier mal sieht, kann er mich gerne mal auf YouTube anschreiben, damit wir hier mal eine kleine Führung machen können oder damit er mich mal rumführen kann, damit ich das Plot halt mal vorstelle. Hier sind auch überall noch ein paar Rahmen. Ich würde sagen, wir schauen uns doch noch eben schnell ein anderes OP-Plot an, was noch nicht so viele kennen, Leute. Dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, Leute, wir sehen uns auch schon mal im nächsten Plot. Das hat jetzt zwar nicht so viel mit OP-Nis zu tun, aber es ist halt scheiße gut gebaut. Das hier ist auch wieder von der Dream Army bei PH. Ja. Seht ihr da unten? Konnte es nicht. Oder wie, was heißt das? Parlament. Keine Ahnung, Digga, ich bin zu dumm. Parlament. Ja, Digga, man kann die, ne? Man will nicht lesen. Auf jeden Fall heftiges Gebäude an dieser Stelle. Direkt mal wieder ein paar Beacons hier geplaced. Dann gucken wir uns auch mal direkt um, würde ich sagen. Ich kenne das Plot selber noch nicht so gut. Ich war jetzt bis jetzt nur ein, zwei Mal drauf. Hier kommen. Ach, das ist noch gar nicht fertig gebaut, aber. Egal, wir schauen uns das trotzdem schon mal an. So, okay. Runter. Ah, hier sind wir alle Mitglieder von der Dream Army, wie es aussieht. Ja. Ist da überhaupt ein Erfurt? Herr Moderator, wo ist der Owner? Owner, verträumter und ja, gut. Ja, hier drüben nochmal überall Dream Army-Köpfe. Ich frage mich, wer bezahlt denn immer die ganze Zeit Slash Kopf? Hey, es ist ja komplett GG. Oh, ah, da müssen wir von draußen rein, Leute. Okay, auch nicht schlecht gemacht. Vor allem, wie lange man braucht, um das auszuhöhlen. Ah ja. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Das kann man ja auch mal machen. Das ist aber auch. Ah, hier geht es ja gar nicht rein von oben. Das war's ja mal wieder komplett, Digga. Wo geht's denn hier rein? Müssen wir jetzt erstmal einen Eingang suchen. Bra. Ah, ja, seht ja. Ich bin auch der kleine Schlawiner. Hier oben ist ein Verzauberungsraum, wie es aussieht, ja. Okay, und hier unten. Ja, guckt euch das mal an hier schon wieder. Das ist schon wieder komplett ausgehöhlt hier alles. Nee, die haben es ja nur, einfach nur nach oben gezogen. Ach, hier unten ist so ein Trade Room. Ach, nee. Nee, das war es halt komplett, Leute. Ja, also ich meine, Beacons. Ja, kaufen wir uns einfach mal ein paar Stacks Endstone und klatschen wir die da hin. Wieso nicht? Ja, also ich meine ja, man hat ja nichts Besseres zu tun so. Man hat ja nichts Besseres zu tun, Leute. Allgemein, ist einfach schon wieder krank, 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 was die hier gebaut haben. Oh, direkt ein Herz wieder aus Goldblöcken, man kennt ihn. Okay, Leute, das war es eigentlich auch, glaube ich, schon von dem Plot. Wir schauen uns das Plot mal an, wenn es wieder fertig gebaut ist. Eben gehört denn der ganze Spaß hier. Ah ja, verträumter. Domi. Okay, hier sind einige Member und Moderatoren, denke ich mal, getrustet. Jingle Ting ist verboten. Jingle Ting. Über Jingle Ting mache ich nochmal ein ganz extra Video. Da habe ich auch noch viel zu erzählen. Viel zu viel. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, ich weiß, es war jetzt alles ein bisschen chaotisch, was wir hier gemacht haben, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.